Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich habe heute einen Gast dabei. Hallo. Und wir machen ein komisches Video, weil ich ein Video von Nitrolon gesehen habe, wo es sowas ähnliches passiert ist. Und jetzt machen wir das einfach. Kann ja aber lustig werden. Also wir beginnen halt mit diesem Story-Dingsy und ich stelle dir gleich Fragen und du musst sie beantworten. Yes. Okay. Also, fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Wie alt bin ich? Junger Erwachsener, Erwachsener oder Senior? Ich würde sagen, junger Erwachsener. Okay. Was würdest du während einer Mondfinsternis am liebsten tun? Orgel spielen, mich schwarz kleiden, mit meinem Schatz den Anblick genießen? Also die beiden letzten Antworten, die sind schon Big Mood so. Aber Schwarzkleid das tut man eh eigentlich immer. Ja. Das andere ist ja wohl. Dann würde ich einfach das Letztere nehmen, so. Okay. Ich gehe gerne in den Park, um frische Luft zu schnappen, joggen zu gehen, alle Hunde zu streicheln. Sowas von alle Hunde streicheln. Ich war so sick. Junge, wer macht freiwillig Sport? Ja, und frische Luft schnappen, dann kann ich auch mein Fenster öffnen, also ganz im Ernst. Dieses, wir werfen ein ganz komisches Licht wahrscheinlich auf die ganzen Leute, die das hier gucken, aber... Na. Und wenn schon, ist egal. Ja. Wo schlafe ich am liebsten? In einem Bett, in einem Rennwagen, in einem Sarg? Was? Was sind das für Antworten? Natürlich in einem Bett. Ja, du kannst halt ja auch ein okkultes Ding sein, deswegen, ich glaube, deswegen. Ja, aber trotzdem mit einem Sarg schlafen? Ist denn Eddie so? Ja, vielleicht wird es ein Vampir. Weil die nächste Frage schon wieder über Vampire. Oh, ja, okay. Was weiß ich über Vampire? Gruftis mit großen spitzen Zähnen? Kreaturen aus der Jugendliteratur? Vampire sind immer eine blutige Angelegenheit. ja. nimm mal die blutige Angelegenheit. Ja. Junge, ich finde immer Gruftis mit großen spitzen Zähnen. Sam. Was sowas von. Ich habe eine tolle Idee für einen Scherz. Der Scherz geht auf Kosten eines anderen. Ich nehme mich selbst auf die Schippe. Ich würde nie jemanden veräppeln. Also, wenn es nach mir gehen würde, dann will ich sowas von das Erste nehmen, weil... Ja. Reden wir nicht darüber. Ja, also ich bin Typ 2, aber... Ich bin halt sowas von Typ 1, das ist so schlimm. Ja, naja, also... Ich find's nicht schlecht, sagen wir so. Ja, okay, immerhin. Am liebsten mag ich Leute, die ein gutes Herz haben, interessant sind, Hunde. Eigentlich alles? Aber welche Hunde? Hunde. Wenn man einfach nur Hunde als Auswahl hat, ist einfach perfekt. Der Kühlschrank ist kaputt. Was mache ich? Ich repariere ihn selbst. Ich rufe den Reparaturservice an. Ich kaufe einen neuen. Das ist eigentlich alles so. Kommt drauf an, ne? Ja. Aber ich würde zuerst wahrscheinlich selber versuchen zu reparieren. Ja, in Sims baue ich immer selber, aber ich denke mir so, Reparaturservice, das ist Cash Money, also das gebe ich hier dafür nicht aus. Mhm. Und einen neuen kaufen, das ist auch Cash Money. No. Ja, okay. Das stimmt. Das Beste daran, ein Tier zu besitzen, ist, ihm Tricks beizubringen, meine Katze schnurren zu hören, ihm für immer ein Zuhause zu schenken. Voll süß. Das Zweite. Das Zweite. Ich fühle das so sehr. Ja, ich wusste direkt, dass du das nimmst, ey. Ja, sorry, ich als Katzenmensch. Ja? Was denke ich über die Liebe? Ich verlasse mich auf mein Herz. Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Ich halte mir alle Optionen offen. Das Letzte. Okay. Was mache ich in meiner Freizeit am liebsten? Gemütlich ein Buch lesen, Videospiele spielen, im Fitnesscenter trainieren. Videospiele, sowas von? Ja, Sam. Okay, und ein Sim wird gerade erstellt und es ist ein Vampir.
Aber dieser Vampir hat das Bestreben, Tierfreundin. Der Sim ist eine Hundefreundin, eine Spinnerin und sprunghaft. Nice. Perfekt. Außerdem, kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Außerdem ist sie arbeitslos. Easy. Sie hat die Fähigkeit Videospiele und die Fähigkeit Tierärztin. Geil. Aber voll fein eigentlich. Finde ich mega gut. Ich möchte ihr einen Namen geben. Wie nennen wir sie? Soll ich auf random drücken? Ich würde einfach random machen, ja, weil ich bin zu unkreativ für Namen. Tut mir leid. 1, 2, 3. Margery. Das kann ich nicht aussprechen. Ich nehme was anderes. Sky. Oh, Sky ist schon ein schöner Name. Sky ist cool. Und als Nachname heißt sie nicht Portillo und auch nicht Ettington. Was sind das für Nachnamen? Soll ja wie man Vampir klingen, ne? Drew. Das klingt noch ganz cool. Also, ich entferne erstmal alles von ihr. Ich mache sie nackig, weil das funktioniert ja so nicht. Oha, und ich darf es nicht sehen. Ja, also spätestens im Video siehst du es dann ja. Ja, ich weiß. Und das Ergebnis schicke ich dir dann gleich Screenshots oder so, wenn wir dann fertig sind. Okay. Also. Bin gespannt. Make-up auf? Nee. Okay. Also, ich würde mit der Hautfarbe anfangen. Da haben wir als Auswahl warm, neutral und kühl. Welches würdest du am ehesten nehmen wollen? Wir sind ja Vampir, also gehe ich mein kühl. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber nenn mir einfach irgendeine random Zahl. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie hoch ich mit den Zahlen gehen darf. Ja, ich würde jetzt sagen 20 oder so. Okay, weil die erste Zahl, die ich sagen wollte, war schon über 20. Ja gut, dann 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Easy. So, und bei den Augen und so würde ich halt auch einfach ein paar Mal random drücken. Oh mein Gott, warte, das sah richtig süß aus. Ich drück so nochmal und denk mir so, warte mal, Moment. Also so ein bisschen darf man hier ja auch entscheiden, wie das aussieht. Und sonst finde ich sie eigentlich schon ganz süß vom Aussehen her. Jo. Okay. Ich würde jetzt bei den Augenbrauen ein bisschen rumscrollen und dann sagst du mir gleich eine Zahl, okay? Okay. Okay. So. Nenn mir eine Zahl. 3. 1, 2, 3. Queen. Also, finde ich cool. I like it. Ich gehe jetzt auch was zu sagen, aber es ist ein bisschen schwer. Ja, also, sie hat auf jeden Fall so Kratzer in ihren Augenbrauen. Das finde ich cool. Und dann, ja, also sie kriegt auf jeden Fall Wimpern. Weil ohne Wimpern läuft das hier in meinem Leben nicht. Ich werde niemals einen Sim haben, der keine Wimpern hat. Komplett verständlich. Also ich habe 6 verschiedene Wimperntypen. Okay, ich wollte gerade 9 sagen. Gut, dass du 6 gesagt hast. dann 5. Okay. Die richtig fetten. Wow. Perfekt. Wow. Also, bisher würde ich daten, sagen wir es mal so. Geil. Ich würde dir dann erstmal Haare geben, weil das ist sehr wichtig. Ja, würde ich behaupten. Da kann ich dir zustimmen. Okay, dann. Okay, das Spiel laggt ein bisschen, weil ich so viele Haare habe. Und ich, wenn ich das hier so random mache, ist es so, Hilfe. Aber sonst, ja. Ich stoppe genau hier. Und jetzt darfst du beide Zahlen nennen. Du meinst, du hast viele Haare. Ja. Das ist die Frage, gehe ich jetzt wieder an die höhere Zahl, oder? Ja, kannst du machen. Ich geh mal auf, keine Ahnung, auf 33. Oh, erstmal zählen. Ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh. Die habe ich noch nie benutzt, die Frisur. Ja, langweilig, wenn ich hier nur die kleinen Zahlen benutzen will. Ja, stimmt schon. Es gibt halt verschiedene Swatches. Ich weiß nicht, was ich da geben soll, weil das sind andere, als die normalen Standardhaare haben. Oh. Ja, voll cool. Eher was Dunkleres oder was Helleres? Eher was Dunkleres, würde ich sagen. Dann finde ich, glaube ich, das hier ganz cool. Also es würde zumindest zu dem Image passen, was ich so bisher von ihr so sehe, von ihrem Charakter. Ja, gut. Okay, ich glaube, Make-up und so machen wir dann erst gleich, weil das ist sonst ein bisschen doof. Wegen
also soll ja zur Kleidung passen, ne? Bei Gewicht und so mache ich einfach auch random, weil da gibt es ja leider keine Zahl, die man machen kann. Oh. Oh. Also sie ist ein bisschen pummelig, aber die hat auch ganz schöne Muskeln, nur. Hui. Geil. Schon nice. Klar. Ja, große oder kleine Boobies? Große. Okay. Ah, Hilfe, ich habe etwas verschoben an meinem Leben. Oh no. Ja, das sind große Boobies, würde ich sagen. Und ich denke, einen dicken Purpose kriegt sie auch. Natürlich. Diese Figur sieht nicht so normal aus, aber hey. Ach, das passt schon. Soll sie Tattoos haben? Ja, Mann. Okay, also ich habe für eigentlich fast jede Stelle, glaube ich, Tattoos. Jetzt kommt drauf an, wo hättest du gerne ein Tattoo bei ihr? Also man darf mehrere nehmen, ne? Ja. Eigentlich will ich schon gerne alle nehmen. So. Ja, ich habe halt auch so Ganzkörpersachen. Oh, dann ab geht's. Ich würde das mit einem roten nehmen. Mit den Totenköpfen? Yes. Okay, dann nehmen wir das. Mit so eine Queen, ne? Ehrlich. Aber sowas von. Aber kommt ja auch von uns. Das stimmt allerdings. Also soll sie Oberteil und Unterteil haben oder ein Ganzkörper-Outfit? Lass mal ein Ganzkörper-Outfit haben, dann kann ich mal die Hoffnung haben, dass ich vielleicht ein Kleid oder so kriege. Okay, dann mache ich erstmal random und dann kannst du dir schon mal eine Zahl ausdenken. Okay. Wie groß darf die Zahl denn so ungefähr sein, maximal? Oh, das... ich habe schon ein bisschen was. Also so um die 100 Sachen habe ich bestimmt. Ja? Okay. Dann bin ich für 79. Okay. Also ich erzähle dann mal. Na, viel Spaß und Zählen. Ich treffe mich, wie ich das einfach vorspulen werde im Video, weil die dann sich so denken so, oh. Passt. Weißt du, was weird wäre, wenn jetzt ein Badeanzug rauskäme? Ja, in der Tat. Wieso habe ich das eigentlich gesagt? Ist wirklich ein Badeanzug rausgekommen? Ja. Perfekt. Also, es gibt eine ganz nette Farbauswahl, aber... ich weiß nicht. Hauptsache dunkel. Dann nehme ich einfach schwarz. Ja, Mann. Okay, dann Schuhe. Weil zum Badeanzug zieht man immer Schuhe an. Ja, dann nicht. Ganz normal auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay. Da habe ich nicht so viel, tatsächlich. Oh, was heißt das? So 60 oder so habe ich mich orientieren kann. Ich weiß nicht. Ach, weißt du was? Ich bleib nett. Wir machen eine kleine Zahl, und zwar 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Die hätte ich jetzt nicht genommen. Aber ja, okay. ist ein Look. Aber die Queen kriegt natürlich trotzdem hier Make-up. Oh. Weil ein bisschen Make-up geht immer, ne? Mhm. Also beim Augen-Make-up würde ich so sagen, das sind so 50 Sachen ungefähr. Also jetzt, was Lidschatten angeht. Einfach nur von Farben her oder? Ja, also verschiedene Formen sind das. Okay. 41. Was war das nochmal für eine Zahl? 41. Okay, 41. Glaube ich. Wir nehmen jetzt einmal 41. Also, das finde ich cool. Ich glaube, ich würde sogar den ersten Swatch nehmen. Den finde ich schon cool genug. Wow. Ich glaube, ich hätte das noch nie benutzt. Man geht das immer ein erstes Mal, ne? Ja. Ich habe halt so viele Sachen immer und ich nehme immer so dieselben Sachen, weil ich weiß, dass sie schön aussehen. Ja, gut. Ja, bei Eyeliner würde es auch so um die 50 sein, würde ich sagen. Mhm. 25. 25. Der ist cool. Der ist auch so mit so Highlighter-Zeugs. Aber den gibt's auch in nur schwarz. Mit Highlighter-Zeugs? Ja, oder? Aber sowas von.
Was auf den Wangen, ja, oder? Klar. Es ist auch so ungefähr 50. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, also in dem Farbton ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, so ist, glaube ich, kann man... Funktioniert das mit dem Custom Content? Oh, jo. Weil wir haben jetzt ja Slider, wie die Deckkraft und so sein soll. Mhm. Und damit sieht das sehr, sehr cool aus. Sonst wäre das nämlich ein bisschen sehr krass gewesen. Ah, dann hätte ich mir gedacht so, ja, genau. Okay, mhm. Und Lippenstift habe ich wahrscheinlich auch so um die 100, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. 62. Oh, ja. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, nice. Ja. Also. Ich bin halt so gespannt, wie es denn aussieht, ne? Soll sie einen Hut haben? Nee. Ja, okay. Dann nehmen wir sie erstmal so. Und ich schicke dir einen Screenshot von Weitem und von Nahem. Wow. Sehr gerne. So, und dann bin ich gespannt auf deine Reaction. Ich auch. So. Ja, mega cool. Ich mag's. Also, okay, es hätte schlimmer sein können. Ja, es hätte wirklich viel schlimmer sein können. Die Schuhe passen zwar nicht, aber ich find's tatsächlich voll cool. Ja, voll die Queen eigentlich. Ja, Mann, ich bin immer positiv überrascht. Holy shit. Ja, ich dachte auch so, ja, das wird jetzt so richtig wild, aber keine Ahnung, das ist voll in Ordnung. Ja, ja. Man sieht, ich bin Profi. Also, ich erwähne jetzt noch etwas, was hier für alle neu ist, also auch für dich. Denn dieser Charakter wird der Hauptcharakter von meinem neuen Let's Play werden. Oh, nice. Wir werden die wahrscheinlich jetzt gleich offscreen noch mal ein bisschen umstylen. Zumindest was das Outfit angeht, weil... Hä, warum denn? Ist doch voll das gute Outfit. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, genau. Und außerdem braucht die gute Dame ja auch noch mehr Outfits, weil sonst funktioniert das nicht. Ja, okay, das stimmt. Aber die Zuschauer hier, die wissen noch gar nicht, was das neue Projekt wird. Aber das seht ihr dann, wenn Strangerville endet, weil dann werde ich ein Video machen, wo ich das alles erklären werde. Und darauf könnt ihr euch freuen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ja, und ich würde sagen, damit beenden wir das hier erstmal. Und wie sie dann ja letztendlich aussieht, werdet ihr ja dann spätestens in 2 Wochen oder so sehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann Strangerville endet, aber irgendwann wird es das tun. Irgendwann. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss. Tschüssi.